Die prominenteste Zeugin in dem Prozess, Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Sie hatte ein paar Stunden vor der mutmaßlichen Tat noch mit dem Inspekteur der Polizei, der jüngeren Polizistin und anderen Beamten im Innenministerium beim Sekt zusammengesessen. Später sorgte sie dafür, dass ein Disziplinarverfahren gegen Andreas R. eingeleitet wurde. Am Abend sprach sie vor Gericht über ihre Wahrnehmung des Abends. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Inspekteur der Polizei die jüngere Polizistin im späteren Verlauf der Nacht in der Nähe einer Kneipe sexuell genötigt haben.